Hallo und recht herzlich willkommen in Life is Feudal, The Forest Village. Und wir machen hier mal einen Slide durchs Haus und gucken, ob es hier auch Ratten unter dem Gebäude gibt. Aber das tut's nicht. Wir betrauern noch immer den Tod von unserer Holzhackerin. Ja, sie war ein guter Mensch. Ein guter Computermensch. Aber unser Bau geht voran. Es fehlen uns zwar noch immer etliche Ressourcen. Aber ich bin guter Dinge, dass die jetzt demnächst hier geliefert werden. Auch wenn Stein. Ach, guck mal, hier liegt doch schon wieder Holz. Da waren sie schon am Hacken. Hier, Leute. Ich helfe euch mal ein bisschen hier. Macht das hier mal zuerst. Das Feuer brennt echt ganz schön lange. Also, hui. Ja, wir hätten diese Baustelle hier. Ach, da haben sie es schon. Da wäre das ganze Holz hier. Wo ist es da? Ah, hätte dafür zwar nicht gereicht, aber ich hoffe, dass wir es noch zum Winter hinkriegen hier. Dass bis dahin noch unsere Hütten fertig sind. So, ist der hier noch immer am Abernten? Ich hoffe ja, ne? Jetzt müssen wir mal eben ein bisschen aufpassen. Hier sammelt er von alleine. Hier ernten. Das ist irgendwo bescheuert. Ernten. Hier ernten. Frühsommer. Na, ja, ein bisschen früh. Ja, komm. Hol das Zeug rein. Der Schneider kann auch wieder ein bisschen was produzieren. Wie viel haben wir Limit gesetzt? 3000. Ja, mach so viel wie geht. Scheiß was drauf. So, und ihr holt jetzt hier mal ein bisschen. Da kommt noch Lehm. Oh. Oh. Kriege ich Lehm denn auch so gesammelt? Was bist du? Ja, doch, dem muss auch so gesammelt werden können. Ich hoffe. Sonst haben wir demnächst ein Problem hier. Das brennt ja wirklich komplett runter jetzt. Sapi. Ja gut, wenn man einmal so einen Scheiterhaufen jetzt angezündet hat, den einfach mal eben zu löschen und ja, das wird nichts, ne? Unsere Leiche verbrennt ja auch nicht in 5 Minuten. Das stimmt wohl. So, jetzt können wir natürlich nur darauf warten, dass die hier. Hätte ich mal. Naja. Hätte, Fahrradkette, ne? So ist es halt. Wir hätten die Hütte stehen lassen, aber ist auch wieder eine Frau geworden. Und er angelt hier fleißig. Ja. Es wird doch so langsam was hier im Spiel. Auch wenn wir jetzt hier Stein, Holz und sonstiges brauchen. Wo? Achso, ich wollte gerade sagen, da ist auch ein riesiger. Direkt beim Jäger vor der Hütte steht er echt. Was ist denn da los? Der wartet doch nur darauf, gejagt zu werden. Das wird auch ein ordentliches Deck, ja, bei rumkommen. Oh, hier! Guckt's euch an. Da müssen wir hin Steine kloppen. Da müssen wir hin. Steine sammeln, Erz abbauen. Oh, ich glaube. Wir gucken mal, dass wir diese Hütte hier noch updated kriegen. Leben. Ja. Nein!
Lehmmine. So. Wo war's denn? Ja, 1000. Dafür brauche ich das Ding ja bald gar nicht. Irgendwo hatte ich doch hier Lehm gesehen. Nee, 1000, 2000, 3000. Ach, das tut mir in der Seele weh, da eine hinzusetzen. 4000, 4900. Hier war das irgendwo, ne? Ach doch, da. Da ist alles grün. 5500. Ja. Lehmmine weg. Automatisch gespeichert. Dann. Nützt die alle nichts hier. Erhöhen wir die Priorität hier mal. Dass wir ein bisschen Lehm kriegen. Ja, vorher wird das hier ja nichts mit unserer Hütte. Ohne 10 Lehm. Mein Holz brauchen die auch noch. Zu Genüge. Jetzt haben wir hier aber auch ein paar Bauprojekte stehen. Was war das noch? Apotheke. Die ist auch noch nicht wirklich gebaut. Oh. Die muss nur noch gebaut werden. Und wir haben Sommer, dann kloppt man. So, wie sieht es mit unserem Flachsfeld aus? Hier. Und wenn dann auf. Hafer produzieren wir mal. Da können wir auch noch ein bisschen was auf Vorrat gebrauchen. Gemüse. Da müsste ich jetzt auch zusammen werden. Mehl oder Weizen? Weizen ist das Getreide, ne? Da kommt jetzt ordentlich was zusammen. Da könnte man überlegen, noch einen Bäcker zu machen. Und Obst. Erntet mal. Ja, Honig 6 Stück. 14 haben wir schon im Lager. Das ist doch auch nicht schlecht, ne? Steht da jetzt? Aha. Kilokalorien stehen da auch hinter. Sehr interessant. Jetzt habe ich das weggemacht, ne? Dorfinformation. Was steht denn? Brot hätte auch 8. Fischauflauf 25. Fleisch passiert 41. Obstkuchen 59. 56. Honigkuchen 39. Also ist es ja schon. Gibt es ja noch Milch, Eier. Eier haben 5. Milch hat auch 5. Es ist ja schon im Sinne, dass wir hier auch noch einen Bäcker bauen. Aber erstmal müssen wir jetzt hier unsere Bauvorhaben fertig kriegen. Und zwar vor allem jetzt erstmal diese Mine hier. Wenn ihr dann da noch hier die Ressourcen wegmacht. Jetzt bist du der Sammler, ne? Sammelt Ressourcen. Jetzt haben wir mal ein bisschen Gemüse.
Ja, die Kräuterhexe. Jetzt habe ich hier das auch schon wieder weggemacht. Könnten wir auch noch fertigstellen, aber. So, der baut jetzt endlich den Hafer an. Gemüse, ja. Kommt auch noch was rein. Brot haben sie fast aufgebraucht, ne? Fisch und Fleisch. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Also. Da muss auch noch ein bisschen was passieren, ne? Hier, macht mir mal die Ressourcen weg. Die Ressourcen hier weg. Die Ressourcen alle weg. Es sieht auch hier schon ganz schön kahl gerodet aus, ne? Hier ist unsere Steinmine. Die 100 Holz hätte ich jetzt natürlich beim Leben gut gebrauchen können. Und das Holz auch noch. Ach, dann wäre die Lehmmine schon fast fertig gewesen. Hätten wir zwar trotzdem noch keine Arbeit dafür gehabt. Aber die Bauern gehen bestimmt gern im Winter in die Mine rein. Ne? Tut ihr wohl, ne? Genau. 10 Waben, ja, das. Mit den Waben, das läuft ja. Holen sich denn die Leute. Ja, da, 6 Stück. Sache. Da auch 6 Stück drin. Ihr nicht so, ihr esst eher so das Gemüse, ne? Ja, ich sehe das schon. Naja. Hat eine schöne Musik. Das findet ihr nicht auch? Dass die den Honig futtern, ist ja nicht schlecht. So, ja. Ja, guck mal, unser Brennholz. Was für ein Limit hast du denn? 800 und warum machst du nicht weiter? Hast du Holz zu Holz? Okay. Ja, unser Gemüse. Also ich möchte auf jeden Fall über die 1000 haben über Winter, Junge, ne? Haus rein, ne? Sonst ziehen wir hier nachher. Ja, und Obst. Erntet ihr denn schon? Ich hoffe. Guck mal, machen wir hier noch. Haben wir zwei Gemüsebauern, die holen dann. Hoffentlich ein bisschen beschleunigt hier das Gemüse rein. Und dann sind sie auch alle glücklich wieder. So, was macht unsere Lehmmine? Sie wird belagert von einem Bären. Ich mache mal ein bisschen hier Geschwindigkeit erhöhen. Dann kommt hier schon hoffentlich wieder mehr Holz zusammen. So, du sammelst da fleißig deine Beeren, das ist auch gut. Boah, Karotten, was auch immer. So, der gibt jetzt Vollgas hier auf seinem Feld. Da kriegen wir Mehl, dann können wir auch ein paar Brote und sowas backen, ne? Was für Brot braucht man nur? Sehr wahrscheinlich das Getreide und Wasser, ne? Ja, so backt man Brot. Das macht Sinn. Ja, das ist doch nicht schlecht. So. Der Regen füllt hier auch unser Wasser wieder für unser Obst und sowas auf. Du brauchst kein Wasser und produzierst fleißig Honig. Das mag ich doch. Was mich ein bisschen stört, ist, dass der Eingang hier ist. Aber gut. Muss ich jetzt mitleben. Bis ich dich wieder abreiße.
Oh, Lehmmine. Was hast du? Oh, 100 Holz erst. Das dauert ja noch ewig und 3 Tage. Komm. Jetzt kart mal ran. Bevor der nächste stirbt. Es kommt nur noch ein Gewitter. Mann, Mann, Mann. Hallo? Keiner drin. Okay. Schade. Dass man da noch so. Wäre noch geil, wenn da. Sag mal, ne? Wie arbeitest du denn? Ja. Gar nicht. Wenn da noch so ein bisschen Produktionsmaterialien und sowas wäre. Egal und sowas drin. Das wäre. Das wäre richtig geil, wenn das Innenleben noch stimmen würde. Aber das ist ja nach wie vor eine Early Access. Vielleicht kommt da ja noch was. Beleuchtung haben sie ja schon nachgeliefert. Die war ja vorher auch nicht drin. Und er hat da eine Lampe, ne? Von daher alles noch offen. So, wir haben Herbstbeginn. Unsere Leute schuften noch wie blöde und ich mache mal eben so auf einfache Geschwindigkeit. Zweifach können wir es lassen. Zieh dich ab. Du bist jetzt arbeitslos. Nö. Okay. Na, du brauchst doch nicht mehr. Hier. Moment. Jetzt ist richtig. Arbeitslosen haben wir. Und dann, hilft er hoffentlich mit hier noch das Holz ranzukarren. Ich mach nochmal wieder auf. Was ist das? 16-fache Geschwindigkeit. Damit das alles ein bisschen schneller geht. Und bin gespannt. Es läuft, ne? Können wir schon mal Gedanken machen, was mein nächstes Ziel wäre, glaube ich. Wenn wir jetzt diese Gebäude fertig haben, unsere Apotheke, unsere Lehmmine, unsere Steinmine, unseren Haus, unser großes Haus. Ja, mein nächstes Ziel, glaube ich, ein Bäcker. Lehm haben wir jetzt mehr als genug gesammelt. Was laber ich da? Lehm haben wir nichts. Mehl haben wir mehr als genug. Getreide. Was noch nicht zu Mehl gemahlen wurde. Aber ich hoffe, dass man Brot auch ohne Mehl backen kann. Sondern nur mit normalem Getreide. Und da liegen die Ressourcen schön rum. So. Noch keiner gestorben. Was ist denn da los? 3 Arbeitslose. Ein Kind ist älter geworden, kann mit der Arbeit beginnen. Dann machen wir doch nochmal hier ein Plus. Ein Plus. Nee. Doch nicht. So, weg, weg. Alles gut. Ich wollte es noch abernten, aber eigentlich lohnt sich es auch nicht. Oh. Die Gemüsebauern sind auch fertig. Ich muss hier aufpassen. Ah. So, das wegklicken. Autospeicher. Die Bäume sind weg. Okidoki. Wie sieht's denn aus? Gemüse, nicht Ziel erreicht. Dafür haben wir Honig mehr als genug. Und er erntet schon wieder, ne? Ja, Getreide.
Panik. So, wie sieht's hier aus? Wir machen mal fünffache Geschwindigkeit. Die kloppen Steine. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ihr könntet mir hier mal noch ein paar Bäume fällen. Und die hier eventuell auch. Wenn ihr so frei wärt. Hat das Gebiet aber auch schon ganz schön gerodet hier, ne? Da sind alle noch ein bisschen Ressourcen. Die Brücke möchte ich noch nicht bauen. Und die kloppen wieder Ressourcen. Aber ich sehe gerade schon wieder, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ich danke fürs Einschalten und hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Forest Village wieder. Bis dann. Ciao.